Freunde, ich bin Suki. Ich zeige euch jetzt mal, wie man einen richtig guten Ayran macht, einen türkischen Ayran. Ja, da tut ihr erstmal die Milch rein, so, rein damit. So, die Milch ist drinne. Dann nehmt ihr ein Huckiglas, wer ein Huckiglas hat, und tut Wasser rein. So, jetzt habt ihr Milch und Wasser drinne. Dann tut ihr die Gurken rein. Komm schon, geh rein, Bruder. Ja, alles rein, Baba, Baba. Komm, Junge. So, wenn man halt nur eine freie Hand hat, ja. Und dann tut man den Joghurt rein, Freunde. Ja, ich hab Ahnung, Digga, ich mach das selber. So, einen schleimigen, guten, ja, wartet kurz. Und das rührt ihr dann um. Versteht ihr mich? So, das ist schon Ayran, Freunde. Ihr braucht nicht viel mehr. So, jetzt müsst ihr halt noch salzen. Und zwar richtig gut. So, 1, 2, 3. Ja, jetzt kommen ein paar Sachen. Pfeffer ist reingegangen, auszusehen. So. Warte mal ganz kurz. Das weg. Das auch. Jetzt komm, Junge. Na, ich krieg das nicht raus. Ist mir auch egal. So, und dann rührt ihr das einfach um. Und zwar richtig gut. So, und dann habt ihr euren Ayran, Freunde. So einfach ist das. Richtig guter türkischer Ayran. Ja, ihr braucht nicht dann immer zum Ding gehen oder so. Weißt du? Ja, rein damit. So. So, ja, und dann gönnt ihr euch. So, und dann gönnt ihr euch. Hier. Na, probieren. Lecker. Lecker. Das war's auch schon. Ja. So macht man richtig geilen Ayran. Gurken rein, Joghurt, Milch, Wasser, viel Salz. Ja. Und wir machen das nicht auf 10 Minuten Strecken, sondern einfach auf 3 Minuten. Damit das einfach ein kurzes Video ist. Ja. So macht ihr türkischen Ayran. Ohne dass ihr viel Geld ausgibt. Peace out, Huki.